beschäftigen uns jetzt mit dem Kapitel Zukunft und Gesellschaft im neuen Regierungsprogramm. Und es beginnt eigentlich mit unserem Bildungssystem. Was wir immer wieder beschreiben, ist, dass eben Leistungsüberprüfungen, vor allem in der Volksschule, erneut durch Ziffernoten stattfinden sollen. Wurde jetzt abgeschafft und das soll jetzt wiederkommen und soll sich auch durch unsere komplette Schullaufbahn ziehen. Also wir sollen immer mit Ziffernoten bewertet werden. Des Weiteren beschreibt die Bundesregierung in ihrem Programm auch das Sonderschulwesen, wie sie das selber nennen, und beschreibt darin, wie sie eben mit behinderten Schülern und Schülerinnen im Bildungssystem umgehen wollen. Es sollen gewisse Kriterien erstellt werden und nach denen soll dann geklärt werden, wie Schüler und Schülerinnen mit Behinderung im Bildungssystem vorankommen sollen. Das Sonderschulwesen soll laut der neuen Bundesregierung beibehalten werden und das trotz Kritik von allen möglichen Seiten. Die UN-Konvention für Menschen mit Behinderung sagt zum Beispiel, behinderte und nicht behinderte Kinder sollen zusammen in eine Schule gehen. Keine Schule darf sagen, dass ein Kind wegen einer Behinderung nicht dort lernen darf. Wenn wir also gemeinsam lernen würden, egal von wo wir kommen oder ob wir eine Behinderung haben oder nicht, dann würden wir von Inklusion sprechen. Aber genau dieses inklusive Bildungssystem möchte unsere neue Regierung nicht haben. Was man abschließend ganz klar sagen kann, ist, dass sich durch das komplette Programm der Bundesregierung immer der Begriff Leistung sieht und dass es viel darum gehen soll, unsere Schulen wirtschaftsorientierter zu gestalten. Das hat ganz viel damit zu tun, dass eben Schule als eine Art Arbeitsplatz gesehen wird von der neuen Bundesregierung und dass es sehr wenig darum geht, dass sich Schüler und Schülerinnen möglichst gut entfalten, sondern dass wir möglichst gut später für den Arbeitsmarkt vorbereitet werden, um später einmal gut arbeiten zu können. Was also im Bildungsprogramm der neuen Bundesregierung ganz stark fehlt, ist, dass es darum geht, dass wir als Schüler und Schülerinnen mitbestimmen dürfen, dass wir uns selber entfalten können und dass wir alle die gleichen Möglichkeiten in der Schule haben.